Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge War Thunder auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einer kleinen, nennen wir es einfach mal einer kleinen Fun-Runde. Boah, eine 1000 Kilo Bombe. Mir noch nie aufgefallen. Ich dachte mir, die wäre ein bisschen kleiner. Genau, kleine Fun-Runde, amerikanische Flugzeuge. Ja, man könnte es wieder die Gummelflugzeuge nennen, also reine Tier 1 Flugzeuge. Mit einer meiner ungeliebtesten Varianten. Das Thema Luftüberlegenheit, das dauert immer so ewig und man hat nichts auf dem Boden abzuschießen. So, wir waren einen Tick schneller in der Zone als der Gegner, hat man daran gemerkt, dass wir mal kurz angekappt haben. Ah, jawohl, super. P40 zerreißt mich in der Luft. Ja, I-16, die sind einfach nur saunervig, die schärfsten Kleinen. Mit ihrem Laserfeuer. Das sieht echt aus wie Laserfeuer, wenn die Jungs schießen. Sind relativ wendig. Boah! Und den hätte ich mir fast geholt, aber nicht so wie ich es wollte. Jawohl, schöne Abschusshilfe. Schwere Jäger war da ein bisschen schneller als ich, vor allen Dingen macht er ein bisschen viel mehr Schaden als ich. Ja, da habe ich doch ein paar ganz gute Treffer landen können. Ja, hier die Jungs, die ein bisschen abgelenkt sind, mal holen. Versuchen meine Kameraden abzuknallen. So, außerdem gibt es Abschusshilfe, wenn ich sie anschieße. Also es nervt sie A und sie lassen vielleicht vom Kameraden ab und B, es gibt Abschusshilfe dafür. Mit meinen Fliegern habe ich ja eh so, also mit den kleinen Fliegern hat man eh ein bisschen das Problem, dass man zu wenig Schaden macht. Als dass man was Sprachfehler. Als dass man was abschießen würde. Man kann eigentlich nur anschießen. Boah, die Dodi hat sich da in eine scheiß Position gebracht. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ja, jetzt kommt ein Jagdbomber rein und meine Wenigkeit, der ihm wahrscheinlich auch nicht viel helfen kann. Und das gegen drei Jäger. Obwohl die A6M2, war das ein Jäger? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. Wichtigste geschafft, sie dreht erstmal ab. Kann ich sie ausmanövrieren? Ja, yep, haben wir doch. Oh. Sieht aus, als hätte es eine größere, klingt, als hätte es eine große Wumme an Bord, was auch immer das ist. Ja, ist immer noch hinter mir. Dann gehen wir mal tief und raus. Ja, dann macht das schon ordentlich Schaden, wer auch immer das ist da hinter mir. Oh, P36 Hawk, okay, keine Chance. Also er ist sowohl schneller als... und er macht auch Schaden ohne Ende. Ja, dann haben wir uns wenigstens den auch mitgenommen. Ah, schade, schade, schade. Es war so ein schönes Flugzeug, es war so ein schönes Flugzeug. Aber gut. So, weiter mit der F2A3. Finde ich eigentlich sogar, das finde ich fast ein schöneres Flugzeug. Ist auch nicht so gelb. Sieht zwar so ein bisschen pummelig aus, aber damit kann man ganz gut, umgehen. So, wie sieht es denn aus? Ah, seht ihr mal, ich stehe gar nicht mehr so schlecht. Zwei Abschüsse, zwei Abschusshilfen. Genau. Warum liest man es? Ist doch ganz ordentlich. Es sind voll wenig Flieger mit dabei, sehe ich gerade. Und es sind einer mehr, das ist aber unfair. Weil einer bei ihnen auch schon wieder draußen ist und auch scheinbar draußen bleibt. Jetzt habe ich für den Gesamtkampf eine Stufung 2,3, okay. BF-110. Boah, die trifft mich doch noch.
Wo ist er? Da links. Hier ein bisschen entgegenfliegen, genau. Dass ich die Wände ein bisschen ausmanövriere. Okay, zu weit weg. Dann ab in den Tiefflug und rein ins Getümmel. Also eine Bf 110 mit seinen 20 mm Kanonen, die kann einem echt den Tag versauen. Ja, aber ich kann auch den Tag versauen. Ja, Piloten getroffen, das war der Punkt. Ansonsten hätte ich auch gar nicht genug Schaden gemacht, um sie vom Himmel zu holen. Das ist immer so ein bisschen das Hauptproblem. Ich habe schon mehrfach rumgeheult, weil er nicht genug Schaden macht. Ich kriege hier auch gerade ziemlich viel Feuer ab, muss ich sagen. Boah, irgendwie habe ich mich hier. Jetzt habe ich mir eine scheiß Position manövriert, glaube ich. Ah, doch ein bisschen ganz, ne? Dieses kleine Ding macht doch ganz, hat doch einen einnehmbaren Schadensoutput. Oder ich schieße enorm gut. Aber das glaube ich nicht. Das muss der Schadensoutput sein. Da ich jetzt gerade im Sterben bin, ging. Reload? Ah, da. Ach, ich habe nur daneben getippt. Ja, war hier irgendwie zu erwarten, dass Reload auf R liegt. Ich muss nur die Taste treffen. So, mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen. 2, 1. Und den nächsten erwischt. Na, es läuft doch wie geschmiert heute. Nochmal ein kritischer Treffer, keine Ahnung, wo der hinfliegt. Abschusshilfe. Ey, das läuft. Dass ich schon wochenlang kein War Thunder mehr gespielt habe, ist das ja der Wahnsinn. So, den deutschen respektive den italienischen Schrott auch mal ein bisschen behaken hier. Oh, zappelt der da rum, ey. Kann ich einfach sterben gehen? Oh, Munition leer, ne? Meine Fresse! Wenn er so dermaßen nerven kann. Drei, zwei. Warum nicht gleich so, ey? Eine Nervensäge. So, gucken wir, dass wir uns die Key 43 noch schnell holen. Ah, schlecht geschossen. In der Situation, da hätte ich mir direkt holen können, kommt der Pilot mit dem Gesicht auf mich zugeflogen. Eigentlich eine optimale Situation. Ja, sehr gut. Ah, ja, wieder ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen. Ah, 6 Abschüsse, 4 Abschusshilfen. So sieht eine gute Runde aus. Na, jetzt sind die Kisten natürlich auch so weit weggezogen. Ah, wie viel sind es denn noch? 3 sind raus bei denen, 2 sind raus bei uns. Zumal so Gleichstand. So. Haben wir die HE 112, die hat es erwischt. 111, was war's? Jawohl, den nächsten erwischt.
Das rennt, ey, das rennt. Das ist ja unfassbar, das ist ja fast ekelhaft. Es ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. So, da ist er, der Kollege. Wo ist er? Ah, eben einer. So, lieber U-Pilot. Test, test forever. Ich gebe dir 5 Sekunden, sich selber aus dem Flugzeug zu springen. Sonst tue ich's. Jetzt soll man nicht übermütig werden. Jawohl, Abschusshilfe. Meine Güte, die explodieren ja wie die Fliegen, ey. Fallen ja wie die Fliegen. Und wieder einer drauf gegangen. Meine pure Anwesenheit hat vernichtet. Die Jack manövriert mich aus. Erstmal wieder ein bisschen fangen. Boah, die MiG, die wird mir auch zu schnell sein. Okay, die MiG hat's erwischt. Nee, die MiG hat's nicht erwischt. Wo ist sie denn? Ah, da. So, also die letzten 3 Flieger in der Luft, die ich hier sehe. Gucken, ob wir uns da noch einen von holen können. Shit. Sind wir ineinander reingeflogen. Okay, dann nehmen wir noch den Kollegen hier. Also brauche ich die Munition, brauche ich wirklich. Bomben können wir auch gleich mal loswerden hier. Haben wir noch eine? Nee. So, gibt es ja eine Explosion oder fallen die nur? Nö, explodieren nicht. So, die Jack ist noch da. Und irgendwo eine Ishak. Okay, da unten war die Ishak. Ja, die ist raus. Nur noch die Jack übrig. Bomben sind ja gleich wieder nachgeladen. Die wollte ich eigentlich gar nicht haben, weil sie mich ein bisschen beim Fliegen behindern. Naja. Ja, das ist das, was ich meine. Das sieht halt irgendwie aus wie ein Laserstrahl, was die da rausballern. Macht schon ein bisschen Angst, wenn dann so eine Bombe plötzlich von oben wieder zurückkommt. So, lass ich mich jetzt aus dem Bereich rausziehen. Nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Jawohl. Dürfte es gewesen sein. Ja, kam noch einer. Die Kollision dürfte das Ende des Spiels bedeuten. Obwohl, 3 Tode hat eigentlich nur ein bisschen was, ne? Ja, ist es auch schon. Und dann lag 3 rein. So, aber jetzt sind es erstmal die Zone. Das Problem muss er erstmal lösen. Bin ich die Speerspitze? Du Scheiße. Ah, ne, da oben. Ah, da oben ist noch jemand. Jetzt will ich Bock wieder raushaken. Jawohl, hab ihn doch, hab ihn. Ja, Schub hat aufgehört. Könntest du mal aufhören zu brennen?
schade. Hätte das Spiel jetzt nicht einfach vorbei sein können? Also schon wieder in die Schlacht rein. Ohne Bomben, ab in die Schlacht. So, wie viele Abschüsse haben wir denn jetzt? 10? Der Kollege hat aber auch 10. Aber ich habe mehr Abschusshilfen. Anfänger. Deutlich mehr Punkte als er, aber ich werde noch nicht mehr kriegen. Mission erfolgreich. Ja, Punkte weg. Ah, sehr gut. Das war dann mal eine erfolgreiche Fun-Runde. Also wie gesagt, für das, dass ich wochenlang nicht mehr selber gespielt habe, kann man nichts sagen. Gibt echt gut Kohle und ja. Dann wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.